für immer Hamburger SV, Investor Klaus-Michael Kühne, 81, hat sich bei dem hanseatischen Zweitligisten eine Mitgliedschaft auf Lebenszeit gesichert. Dies verriet Clubpräsident Marcel Janssen dem Hamburger Abendblatt. Als ich ihm von der Möglichkeit der lebenslangen Mitgliedschaft im e.V. berichtete, war er sofort begeistert, sagte Janssen, er hat da keine Sekunde gezögert und identifiziert sich total damit. Bildergalerie 2. Bundesliga, Aufstiegscheck mit Köln, HSV, Paderborn, Union Berlin 27 Bilder. Kühne zahlte 1887 Euro. Kühne, der in Anlehnung an das Gründungsjahr des Clubs 1887 Euro bezahlte, hatte in der vergangenen Woche mit dem finanziell angeschlagenen HSV einen neuen Deal geschlossen. Die Einigung mit Herrn Kühne war der wichtigste Vertrag der vergangenen 10 Jahre, sagte Janssen nun. Jetzt das aktuelle Trikot des Hamburger SV bestellen, hier geht's zum Shop, Anzeige. Sportlich bleibt die Luft dünn für den Traditionsclub. Mit der 0:2 Niederlage bei Union Berlin ist das Team von Trainer Hannes Wolf aus den Aufstiegsrängen gerutscht und steht vor dem drittletzten Saisonspiel gegen den FC Ingolstadt am Samstag enorm unter Druck. Um alle Kräfte zu mobilisieren, gehen die HSV-Profis von Mittwoch bis Freitag in ein Trainingslager in Rothenburg an der Wümme. Let's block it's why.